So, grüße Gott. Hallo, ich bin der Stefan, ein Schweizer in der Philippine. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht, das ich hier oder hier, weiß es noch nicht, einblenden werde. Und zwar betrifft Burnout und Depressionen. Ist für mich als Betroffener natürlich ein großes Thema. Wie gesagt, ich hatte Hilfe, das Ganze zu überwinden oder überkommen. Und zwar Hilfe einmal von der Firma. Klar, Psychiater, wobei nicht allzu oft von ihm. Außer das Rezept für die Antidepressiva. Schwierig, oder das Schwierigste für jemanden, der an Depressionen leidet, ist das Erkennen von Depressionen. Das heißt, wie erkenne ich als Betroffener, dass ich Depressionen habe oder darunter leide? Ich denke, das ist bei vielen relativ schwierig, weil je nachdem, wie die Depressionen oder wie sich das auswirkt, ob das jetzt ein Angstanfall ist oder bei mir halt in einem Burnout geendet hat. Also es gibt sehr viele verschiedene Auswirkungen einer Depression. Und wie gesagt, je nachdem, wie schleichend sich das aufbaut, umso schwieriger ist es zu erkennen. Im Rückblick, wenn ich das zurückschaue, muss ich mir die Frage stellen, hätte ich das merken können, dass da was schief läuft, bevor jetzt mein Körper abgeschaltet hat. Da muss ich sagen, heute ehrlich, ich weiß es nicht. Waren die ersten Anzeichen da, dass ich die Arbeit nicht physisch, sondern geistig mit nach Hause genommen habe, dass mir sogar im Bett noch vorm Einschlafen gewisse Sachen vor der Arbeit durch den Kopf gegangen sind. War das ein Anzeichen? Oder das Zurückziehen, sich das bisschen Abschotten von der Familie, weil wenn ich das sehe, am Anfang, Frau und Tochter, waren wir halt zusammen, haben zusammen Fernsehen geschaut und so, Zeit verbracht. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich mich eigentlich in mein Büro zurückgezogen habe. Also mich im Prinzip von allen zurückgezogen habe in meine, soll ich sagen, eigene Welt. Es ist sehr schwer, den Finger drauf zu legen. Aber eben die Frage ist, hätte ich das erkennen so müssen oder erkennen können? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Klar, wenn man anfängt, dunkle Gedanken zu haben, also eben von wegen, macht das Leben noch Sinn oder was soll das Ganze? Ich denke, dann ist man schon relativ an einem weit fortgeschrittenen Pfad. Dann wird's Zeit, dass man Hilfe kriegt. Wie?
die eine merkt vielleicht, wenn sie jetzt Angstattacke kriegt, dass sie sich fragt, wieso habe ich jetzt Angstattacke? Was ist der Hintergrund? Und geht zum Psychiater oder zum Arzt, sag ich mal, und der kann sie dann weiter oder besser diagnostizieren. Aber wenn man solche Vorfälle nicht hat, wie dann? Wie soll es vor sich gehen? Wie soll man das erkennen? Und ich glaube, das ist eigentlich die Schwierigkeit und das Gefährliche an den Depressionen. Dass es sowohl als auch gibt. Depressionen, die von außen oder für jeden klar ersichtlich sind. Oder eben Depressionen, die sich so langsam entwickeln, dass das ganze Umfeld nichts davon merkt. Wie kann man dem ausweichen? Wenn ich es wüsste, hätte ich das nicht. Tönt jetzt vielleicht blöd, aber manchmal ist es so, man ist blind für die Sache. Wie gesagt, wüsste ich den richtigen Weg, würde ich heute nicht drüber sprechen, weil dann wäre das Thema erledigt gewesen. Wichtig ist aber, dass man Hilfe kriegt, und zwar bevor es zu spät ist. Wir wissen, es gibt Leute, die haben das sogenannte Burnout, die arbeiten ihr Leben lang nicht mehr. Ich glaube schon vor 20 Jahren hat man mal über die Aussteiger gesprochen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, die plötzlich alles hingeschmissen haben und weggezogen sind und irgendwas komplett anders gemacht haben. Ich denke, dass diese Aussteiger bereits etwas geahnt haben, was ihnen passieren wird. Ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich kurz vor Burnout gewesen sind. Vielleicht nicht in einer riesen Depression, aber doch. Oder muss anders sagen, in einer Depression, aber doch so weit klar, dass sie gewusst haben, ich muss was ändern und dann halt die Notbremse gezogen haben. Für mich, ich hatte Antidepressiva über die letzten 10 Jahre. Ich habe mir immer gesagt, das sind die Leckmann-Pille, weil der Effekt war das, wenn ohne Medikamente genommen habe, wenn mir einer irgendwas blöd gesagt hat, also blöd, ich habe es als Angriff empfunden, dann bin ich sofort auf die Hinterbeine gestanden, wie man so schön sagt, und habe angefangen zu schreien. Also nicht gerade schreien in dem Sinn, aber ich bin aggressiv geworden. Und das kann man sich im täglichen Arbeitsleben natürlich nicht unbedingt leisten. Mit der Antidepressiva ist mir das Ganze eigentlich egal vorgekommen. Oder heute würde man sagen, man ist gelassen. Aber ich habe das eher empfunden als, ist mir doch egal, was ihr habt oder was ihr sagt. Im übertriebenen Sinne. Es ist jetzt nicht ganz wirklich so, dass mir es egal war, aber es hat mich nicht berührt. Und das hat mir eigentlich erst die Möglichkeit gegeben, über die ganze Situation nachzudenken, und zwar befreit nachzudenken.
ohne dass ich da in den Kreislauf reinkomme. Natürlich, man hat immer noch die Hoch- und, also die Hoch- und Tiefs, das gehört dazu, das geht nie weg. Aber die Tiefs waren nie mehr so schlimm, dass es jetzt irgend zu einem Ausbruch oder sowas gekommen wäre. Also ich konnte mein Leben gut in den Griff kriegen. Und durch viel über mich selber nachdenken, über mein Leben, über die Jugend, konnte ich viele Sachen für mich selber aufarbeiten. Und es war klar, was mich runtergezogen hat, war Frustration. Frustration jetzt im Arbeitsleben halt, dass mich doch mehr rangenommen hätte, als ich gedacht habe. Und deshalb kam dann die Entscheidung, okay, ich muss weg. Und da die Frau halt die Philippiner ist und wir schon über 23 Jahre verheiratet sind, ne, 24 das Jahr, kam die Entscheidung relativ einfach. Man geht heim. Also ich betrachte die Philippinen als eigentlich meine zweite Heimat. Und also jetzt vom Herzen her, vom Gefühl her, wie ich mich hier fühle. Und ja, eben seit wir jetzt hier sind, ich habe jetzt seit ein paar Monaten die Medikamente abgesetzt. Es geht mir super. Also ich habe keine Probleme hier mit der philippinischen Bürokratie-Mentalität, sondern ja, machen wir es heute, machen wir es halt morgen. Also von dem her kein Problem. Und klar, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht die Lösung für jedermann, weil nicht jedermann kann das machen, nicht jedermann oder auch jede Frau natürlich, ist klar. Aber nicht jede Person hat die Möglichkeit, die ich jetzt gehabt habe. Und was ich für sehr wichtig halte, ist, dass man wirklich offen drüber redet. Also sobald mal bekannt ist, was man hat oder was los ist, sprecht mit eurem Umfeld drüber. Es ist keine Schande. Es ist eine Krankheit. Depressionen oder auch das Burnout ist heute man erkennt es als eine Krankheit. Es ist kein Verbrecher oder kein Zeichen, dass man eine schlechte Person ist oder nicht belastungsfähig oder was auch immer. Also sprecht offen mit den Leuten drüber. Nur so können sie euch verstehen. Nur so ist es möglich, dass sie euch auch helfen. Helfen tun in dem Sinne, dass sie euch zum Beispiel gewisse Dinge abnehmen, die euch zusätzlich belastet oder euch unterstützen in neuen Projekten. Also geht offen damit rum. Ich habe in den letzten 13 Jahren in der Firma, ich habe mit dem Chef, und das ist der CEO von der Firma, immer wieder Tacheles geredet. Also, man hat oft Gespräche gehabt, manchmal bin ich an der Karre, ihm ein bisschen an der Karre gefahren, weil er es nicht verstanden hat, oder habe ihm ein bisschen die Augen geöffnet, was eigentlich alles geschehen kann. Und
Da hat man dann auch zum Beispiel mal gesagt, ja, er hat in seinem Umfeld mal ein bisschen rumgefragt. Und er war erstaunt, wie viele Leute Medikamente nehmen, um zu funktionieren. Also, es ist nicht ohne. Der Druck in der heutigen Gesellschaft, wie man jetzt halt, ich kann jetzt nur von der Schweiz sprechen, wie man es dort hängt, um zu funktionieren, der wird immer größer. Also der Druck auf die einzelne Person, richtig zu funktionieren oder die Arbeit zu machen. Ich habe es selber gesehen bei uns in der Firma. Je nach Geschäftsgang, es wurden nicht Leute eingestellt, sondern sie wurden reduziert. Auch ich, das, was ich jetzt die letzten 16 Jahre gemacht habe, meine Position wurde nicht ersetzt, sondern meine Arbeit wurde auf 3 Personen weiterverteilt. Also, diese Dinge geschehen immer wieder gut. Im Moment kommt es ein bisschen, wenn die Geschäftslage natürlich ein bisschen flau ist, geht's. Aber sobald es anzieht, es ist für einen, der betroffen ist, oder für einen, der in so einer Situation lebt, natürlich eine Riesenbelastung, weil gerade jetzt bist du im Verkauf drinnen zum Beispiel. Dann hängt es von dir ab, von dem, was du machst, ob alles hinter dir, also alle nach dir, überhaupt ihren Lohn haben oder nicht. Weil wenn du als Verkäufer nichts verkaufst, gibt es kein Geld für die alle anderen. Natürlich auch für dich nicht, aber für alle anderen. Das heißt, im Verkauf zu sein, bedeutet nicht nur, mit dem Kunden umzugehen, sondern es bedeutet auch, den Druck auszuhalten, der von hinten kommt, weil du musst ja Geld für alle anderen reinbringen. Und wenn du das machst und dann am Schluss geht aber irgendwas schief, weil einer hinter dran irgendeinen Misch gebaut hat, dann kommt eben die Frustration auf. Also so war es bei mir. Und ja, so geht's das. Also jeder, der irgendwie mit der Problematik in Berührung kommt, bitte sprecht. Behaltet es nicht für euch. Es ist, wie gesagt, es muss raus. Auch ich, wenn ich jetzt hier drüber spreche, es hilft mir. Es ist also nicht irgendwie einfach zu sagen, es kümmert mich nicht oder ich will irgendwas. Nein, ich versuche den Betroffenen irgendwie, wenn es geht, oder auch Familienangehörige oder jeder, der das sieht, eine Information zu geben, wie man mit dem umgehen kann. Das ist sicher nicht für jeden die Lösung, aber es ist sicher eine Möglichkeit dazu.